Was denkst du, was sind wohl die wichtigsten Kriterien für deinen persönlichen oder geschäftlichen Erfolg? Sind es deine Talente? Sind es Kernkompetenzen, Fähigkeiten, deine Erfahrungen? Sind es die richtigen Zielgruppen, die du angehen musst? Nein, es ist ein Ding. Begeisterung. Begeisterung steht für mich über allem. Es steht über Talenten, über Fähigkeiten, über Kompetenzen. Denn wenn du die Dinge, die du tust, nicht gerne tust, wirst du nicht erfolgreich sein. Das sehe ich in vielen Unternehmen. Lustlos, wie sie herumlaufen, vertreiben sie irgendwelche Produkte, hinter denen sie überhaupt keinen Sinn oder einen höheren Zweck sehen. Es fehlt die Begeisterung bei den Mitarbeitern und es geht die Motivation verloren. Ich begleite ganz viele Menschen zum Thema Begeisterung und dann kommt immer wieder die Frage, wie kann ich denn Begeisterung finden? Wie stöbere ich diese auf? Ich gebe dir verschiedene Tipps mit auf den Weg. Die erste beste Methode ist es, stelle offene sogenannte W-Frage. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Was würdest du tun den ganzen Tag lang, wenn du nicht dafür bezahlt wirst? Was würdest du tun, wenn du nochmals von vorne beginnen kannst? Und was würdest du tun, wenn du nicht scheitern kannst? Diese W-Fragen bringen dir auch die Sinnhaftigkeit hinter deine Begeisterung. Zweite Möglichkeit, frage dich, deine Eltern, deine Geschwister, was habe ich denn als Kind am liebsten getan? Für mich ist das sehr schwierig herauszufinden, meine Eltern leben nicht mehr, habe keine Geschwister, aber auch das ist eine Möglichkeit. Dritte Möglichkeit, frage Dritte. Frage sie ganz ehrlich um Feedback und ich bin immer wieder erstaunt, welche Resonanz da kommt und welche Punkte einfach auf den Tisch gelegt werden und die Menschen sind sich sehr oft überhaupt nicht über ihre Begeisterung im Klaren. Nächste Möglichkeit, frage dich, was tue ich nicht gerne? Die sogenannten No-Gos. Weitere Möglichkeit, analysiere deine Ist-Situation, deine Arbeit zum Beispiel oder Dinge, die du täglich tust und frage dich, was möchte ich auf keinen Fall mehr tun? Wovon möchte ich noch mehr haben, also weiter ausbauen, um auch so herauszufinden, wo die Faszination drin liegt. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Begeisterung zu finden, gibt es nur eins, ins Tun gehen, Dinge ausprobieren und dich in der Liebe, in der Tätigkeit praktizieren. Fange jetzt an, stöbere deine Begeisterung auf, die größte Kraft, eine gewaltige Kraft, die es gibt, um dich zu deinen größten Zielen zu katapultieren. Bis bald!